Die Reichenbacher Freibäder starten am 15. bzw. 18. Mai in die diesjährige Badesaison. Saisonstart im Freibad in Oberreichenbach ist aufgrund der nur langsam wärmer werdenden Temperaturen Montag, der 15. Mai. Das Freibad Mühlau startet in die Sommersaison 2023 zum Himmelfahrtstag am 18. Mai. Beide Bäder locken die Besucher mit freiem Eintritt am Eröffnungstag ins kühle Nass. Vorangegangen sind umfangreiche Vorbereitungen. Das Freibad in Oberreichenbach wurde mit ca. 3000 Kubikmeter frischem Quellwasser befüllt. Die Befüllung mit Frischwasser dauert in Abhängigkeit von der Ergiebigkeit der Quelle aus dem St. Georg-Stollen ca. 3 Wochen. Das Quellwasser hatte eine Temperatur von ca. 10 Grad. Die Solaranlage auf dem Dach des Sanitärtrakts schafft bei Sonnenschein ca. 2 Grad Wassererwärmung pro Tag. Alle Becken sind gut mit Wasser gefüllt. Ende März, Anfang April wurde bereits mit dem Zulauf des Wassers in die Becken begonnen. Man ist zuversichtlich, dass am Eröffnungstag 18 Grad Wassertemperatur erreicht werden. Vor der Freibadsaison wurden neben dem jährlichen Austausch von Sonnenliegen und Schirmen die Beckenköpfe, Teil des Beckens zwischen dem Beckenumgang und der Wasserfläche, im Plansch- und Nichtschwimmerbecken neu gefliest. Während der Freibadsaison sind 2 Schwimmmeister und 6 Rettungsschwimmer der Reichenbacher Wasserwacht im Schichtsystem vor Ort und sorgen für die Sicherheit in den 4 Wasserbecken. Für die Kasse und zur Reinigung des Bades sind insgesamt 3 Saisonmitarbeiter angestellt. Und natürlich erwartet der Badeimbiss wieder seine Gäste mit Essen und Getränken. Geplant sind in diesem Jahr die alljährlichen Schwimmfeste der städtischen Schulen sowie vom 10. bis 14. Juli das Beachvolleyball-Camp für Kinder und Jugendliche, organisiert vom VSV Eintracht Reichenbach e.V. Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und richten sich nach der gültigen Gebührenordnung der Haus- und Badeordnung. Hiernach zahlen zum Beispiel Erwachsene 3,50 Euro und Kinder bis 16 Jahre 1,50 Euro Eintritt pro Tag. Angeboten werden auch wieder ein Abendtarif ab 17 Uhr sowie eine Familienkarte, eine Zehner- und eine Jahreskarte. Im Freibad ist das oben ohne Baden, Schwimmen und Sonnen möglich. Dies wurde bereits in den letzten Jahren so praktiziert. Die Haus- und Badeordnung regelt im Hinblick auf die zu tragende Badebekleidung, dass diese einer üblichen Badebekleidung zu entsprechen hat, die nicht geschlechterspezifisch definiert ist. Im Zweifelsfall entscheidet hierüber das Badepersonal. Auch das Freibad Mühlau ist fit für die Saison. Hier werden ebenfalls Schwimmkurse in der Open-Air-Saison angeboten. Da eine große Nachfrage besteht, sollten die Eltern ihre Kinder beim Schwimmmeister schnellstmöglich anmelden.